Wir melden uns hier wieder live von der Zukunft Personal und aus dem Studio Z in Halle 21 im Stand W05. Und wir haben zwei Persönlichkeiten aus der Vergangenheit hier, nämlich aus dem 19. Jahrhundert. Ihr seid Persönlichkeiten zur Weltausstellung in Paris. Das ist der Jasper. Genau, guten Tag. Und das ist die? Katrin, hallo. Die Katrin. Was war dann, sag mal, zur Weltausstellung um 1900 dann relevant? Welche Zukunftsthemen standen da auf der Agenda? Naja, zum einen wurde da die Rolltreppe vorgestellt und der Film wurde vorgestellt als professionelle Neuerung von Technik. Und wir sind ja gerade aufgebrochen in den Maschinenbau und in die Chemie und ganz viel hat sich irgendwie getan. Und wir waren ja in Sachen Industrialisierung hier gerade in Deutschland extrem unterwegs und wir hatten eine große Aufbruchsstimmung. Und jetzt bin ich aus der Zeit gefallen und schaue mich so um und ich weiß nicht, ich nehme nicht unbedingt so eine Aufbruchsstimmung wahr, sondern so eine Verunsicherung, so ein ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt und da weiß ich erstmal nichts mit anzufangen, weil das passt nicht so in meine Zeit. Deswegen wollte ich auch dich fragen, wie nimmst du denn das gerade wahr? Was ist denn hier so der Zeitgeist auf der Messe hier? Ja, unterschiedlich. Ich antworte auch gleich, aber ich wollte noch mal kurz nachfragen, weil du sagtest, es war so eine Aufbruchstimmung. Es gab aber auch beides, ne? Es gab Dystopien und Utopien. Also es gab dieses berühmte Buch Die Welt in 100 Jahren. Da konnte man zum Beispiel schon das Smartphone ableiten, also so eine Art Bildtelefon. Ja, Mobilfunk war irgendwie auch schon spürbar. Also da sind natürlich schon um diese Zeit herum ganz, ganz viele Dinge vorausgesagt worden, die dann ja, sich heute dann auch realisiert haben, was du natürlich noch nicht wissen kannst. Ne? Ja, zum Beispiel das Haus auf Rädern, überdachte Städte, Unterwasserboote und es gab da Wunder oder gibt zu meiner Zeit wunderbare Visionen von wie die Zukunft so aussehen kann und vor allem wir träumen auch von individuellen Fluggeräten, dass jeder quasi zur Arbeit oder dahin fliegen kann, wo er hinfliegen möchte und jetzt schaue ich so rum und niemand fliegt und das ist für mich schon irgendwo ein Realitätsschock, weil ich dachte, man würde sich inzwischen anders bewegen. Ja. Bis auf die Staatssekretärin für Digitales, die von Flugtaxis träumt. Aber was treibt dich um? Mich treibt auch um, wie wird das wohl aussehen in der Zukunft? Wir kommen aus einem absoluten Herrschaftssystem. Ist das heutzutage auch noch ein Thema? Gibt es das noch oder ist das längst überholt? Beispielsweise Frauen in Führungspositionen, da gibt es ja noch Luft nach oben. War ja um 1900 auch nicht so dolle. Ich arbeite nicht. Richtig. Heute anders. Stimmt, ne? Also man ist zu Hause so als Rentier sozusagen. Ne? Ja, ich beschäftige mich mit den schönen Künsten. Mit den schönen Künsten, mit Literaturabenden und mit dem Salon, mit der Organisation des Salons, oder? Ja, wie ist das heute hier? Alle laufen hier durcheinander. Ich weiß gar nicht, wo hier mein Platz ist. Salonkultur fehlt auch so ein bisschen, auch im Digitalen. Ja, du hast mich gefragt, wie ich es wahrnehme. Ich sehe es auch so, dass mal viele sagen, das Glas ist halb voll oder viele sagen, das Glas ist halb leer. Gerade wenn es um die Arbeitsmarktentwicklung geht. Es fehlt so ein Stückchen der Optimismus. Der ist ein bisschen in den vergangenen Jahren verloren gegangen. Sicherlich auch geprägt durch Fake News, Hass im Netz, viele Dinge, die halt auch die Schattenseite des Fortschritts anzeigen. Das hat sich ja um sich gegriffen und natürlich auch entsprechende politische Eruptionen, die es aber um 1900 natürlich auch gab. Ne? Ja, natürlich. Also wir sind eine sehr geteilte Gesellschaft, eine Zweiklassengesellschaft. Der Adel wird immer weniger wichtig und Besitz und Bildung machen jetzt den Unterschied. Und da gibt es halt die einen wenigen wie mich, die Bildung und Besitz haben und deswegen oben schwimmen und eine rosige Zukunft sehen. Und da gibt es diejenigen, die 72-Stunden-Wochen schieben und jetzt Arbeiterbewegungen gründen, weil sie sagen, das ist nicht statthaft und rechtens. Was ich wenig verstehen kann natürlich, kann ich wenig nachvollziehen, weil das muss ja genauso sein. Und es gibt so ein paar Treiber bei uns, zum Beispiel, naja, der Nationalstaat ist extrem wichtig geworden und wir lösen ja das meiste über zentrale Steuerung und Werte wie Kontrolle und Gehorsam sind unheimlich wichtig, weil wir müssen ja für die Massen produzieren. Diese Art von Druck nehme ich heute irgendwie nicht mehr wahr. Das ist alles so, ich glaube, man würde sagen, laissez-faire geworden.
Hat natürlich auch eine gute Seite, aber es gab damals natürlich auch schon um 1900 einige innovative Unternehmer, die freiwillig die Arbeitszeit pro Woche verkürzt haben, die Arbeitervereine mitgegründet haben. Also da waren ja auch Unternehmerpersönlichkeiten beteiligt, also Oetker beispielsweise. AEG hat eine sehr, sehr vorbildliche Arbeit gemacht. In Berlin ist sehr, sehr viel entstanden, auch an sozialen Initiativen, die vom Unternehmertum ausgingen. Aber es gab natürlich auch sehr viel Verelendung, ne? Die hast du gar nicht wahrgenommen, oder? Nein, da hat es nichts zu tun. Ja, ich begegne diesen Menschen ja nicht. Ich bewege mich ja nur unter meinesgleichen. Ja. Du auch nicht? Naja, also wenn ich dann mal durch eine meiner Fabriken laufe, dann sehe ich das schon, aber das muss ja auch genauso sein. Und das ist ja auch in Ordnung, dass das so ist. Was sagt dir denn der Begriff New Work? Naja, ich bin des Englischens, bin ich mächtig und würde das mit neuer Arbeit übersetzen. Wenn ich das mit der Arbeiterbewegung meiner Zeit vergleiche, dann weiß ich nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Die wollten ja viele Umbrüche. Die Sozialdemokraten haben ja stark an Macht gewonnen in meiner Zeit. Und wir haben ja noch den Kaiser und der sieht das ja alles nicht so gut. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, was ist denn New Work? Da geht es halt darum, genau sich zu verabschieden von der industriellen Massenfertigung, von der Logik, also dass ein Arbeiter funktionieren muss wie eine Schraube oder wie in dem Gewerk einer Maschine. Ja? Und dass es halt um Selbstbestimmung geht, um Autonomie am Arbeitsplatz. Also das, was im kulturellen Bereich stattfindet, im Salon, dass das also auch in der Arbeiterschaft Eintritt, ein selbstbestimmtes Leben. Das kann ich mir kaum vorstellen. Da komme ich aus einem ganz anderen Menschenbild. Der Mensch muss motiviert werden, der Mensch wird sich sonst gegenseitig selbst zerstören. Also Selbstbestimmung, das kann ich mir nicht vorstellen in meiner Zeit. Mehr Autonomie kommt gar nicht in Frage. Naja, doch. Ich glaube, was viele Menschen vergessen, ist ja, dass bei uns diese Art von Unternehmen nicht als Allheilzweck für jede Art von Kontext erfunden wurde, sondern dass es spezifisch darum ging, für Massenmärkte zu produzieren und irgendwie damit zu gucken, wie man jetzt Rohstoffe, die wir ja Mengen zur Verfügung haben, die können ja nicht leer gehen, diese Bestände, die wir da haben. Ob das jetzt Braunkohle ist, Erz oder was weiß ich, die Stahlproduktion, das ist ja, das können wir ja alles weiter verwenden. Also das wird ja niemals enden. Und sollten sich jetzt aber irgendwie dieser Kontext verändern, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da andere Lösungen finden muss. Aber wenn ich jetzt hier rumschaue, ich war vorhin bei der Dame der Lufthansa, ich war schon bei ein paar anderen Unternehmen, dann sehe ich da noch sehr, sehr viele Strukturelemente, die wir damals geschaffen haben, die speziell für unseren Kontext irgendwie geschaffen wurden. Und da war ich dann überrascht, dass mir jeder sagt, naja, heute ist die Welt aber ganz anders. Und dann sehe ich aber immer noch so viele Überbleibsel meiner Welt. Aber eine Sache hat sich doch grundlegend geändert. Es ist sauberer auf den Straßen, oder? Die erste Müllabfuhr, glaube ich, wurde in Berlin Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt. Ansonsten hat man noch seine Fäkalien mehr oder weniger auf der Straße irgendwo niedergelassen oder abgekippt oder sonst wo. Also da hat sich doch eine Menge geändert. Es ist doch ziemlich sauber auf den Straßen. Das muss dir da aufgefallen sein. Eigentlich müsste ich euch ja siezen, ne? Ja, besser wäre das. Ja. Ja, sauberer, ja, aber es ist so viel los draußen und es sind so viele Autos unterwegs und viele andere Gefährte, Menschen mit Motoren, die so viel um mich herum brausen. Das macht mich ganz wirr im Kopf. Jetzt bleibe ich mal beim Sie. In Ihrer Zeit dominierte natürlich noch ja, die Kutsche. Ja, genau. Und das war ja ist für uns ein Riesenproblem, weil die ganzen Straßen sind zugeschissen und man sucht nach Lösungen, um die Pferde aus den Städten zu verbannen und solchen Murks irgendwie zu machen. Wie soll man da dann irgendwie noch ohne Dreck an den Schuhen zu kriegen rumkommen? Deswegen begrüße ich diese Entwicklung sehr. Also die Städte sind sauberer geworden. Und das heißt, glaube ich, Automobil, was da gekommen ist. Also das scheint so die Allheillösung zu sein, weil es sieht viel sauberer aus. Und Umweltprobleme scheint es ja heute dann dadurch nicht mehr zu geben, oder wie ist das? Weniger, es ist halt nachhaltiger geworden. Ich meine, die Wälder sind um 1900 herum
ja, doch kräftig abgeholzt worden. Und es gab ganze Regionen in Deutschland, die waren dann waldfrei. Also da ist eine Menge passiert, eine Wiederaufforstung, nachhaltige Forstwirtschaft. Das war damals, glaube ich, nicht der Fall. Im Zeitalter der Dampfmaschine brauchte man halt eine Menge Brennmaterial. Ne? Ja, eure Themen jetzt noch. Ihr werdet noch so die Gegend erkunden, ja. Was uns hier noch alles erwartet, wovon wir uns vor 100 Jahren noch gar keine Vorstellung machen konnten. Wo ist eigentlich eure Entourage? Ja, die ist in der Zeitmaschine stecken geblieben. Das ist aber sehr bitter. Ja. Vielen Dank für die Reise in die Vergangenheit und viel Spaß beim Blick in die Zukunft. Vielen Dank. Und ja, genau. Man muss ja einfach angedeutet Handkuss, ne? Und alles klar. So.